Guten Morgen, Deutschland. Ah, Leute, was für ein Sonnenaufgang. Ich muss euch das mal zeigen, das ist einfach wunderschön heute Morgen. Da geht einfach das Herz auf, oder? Und wenn ich momentan die Medienberichte lese, liebe Bundesbürger, wenn ich die Titelseiten online lese, wenn ich die Fernsehshows verfolge, dann sehe ich überall nur eins, die Farbe Blau. Es ist so toll. Und vor allem, wie sie momentan agieren da draußen. Die Bundesregierung, unsere Ampel, die ganzen NGOs. Ach Gott, die CDU, CSU gestern im Parlament und im Berliner Senat, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Heute Morgen bei dieser Orgie an Propaganda, die man jetzt gerade versucht, den ganz, ganz vielen Menschen im Land ins Hirn reinzutrichtern, damit sie ja wieder auf Linie kommen, ja, damit sie wieder in die Spur kommen. Bekannte von mir würde sagen, wir müssen mal wieder auf Spur kommen. Ja, genau, ja, weil ist ja wichtig. Auf Spur und linientreu ist ganz wichtig. Die Herrschaften aus der ehemaligen DDR wissen das, was ich gerade sage. Das war bei denen nämlich auch immer so. Genau. Ja, und das macht man jetzt hier auch. Ja? Also wir hätten dazu mal erstmal Lisa Paus. Lisa Paus möchte also mehr die Demokratie fördern. Und deswegen soll jetzt ja auch auf dem Land und in den Dörfern und in den Kneipen und überall ein bisschen mehr Einfluss genommen werden, ja, mit staatlichen Institutionen und Polizei. Also diese Querulanten, die müssen hier erstmal wieder alle auf Linie gebracht werden, genau. Ricarda Lang sagt übrigens selbiges, also die Grünen wollen aufs Land, ja. In die Umkleidekabine. Ricarda, ich weiß nicht, ich weiß, seltsamer Gedanke, aber okay. Das ist eine der Methoden, die wir gerade so toll finden. Die nächste Methode ist, wir wissen ja, das deutsche Staatsfernsehen ist ja völlig neutral. Genau. Deswegen kann ja auch eine Grünen-Politikerin bei der Redaktion anklingeln und kann sagen, liebe Leute, also hier sind mir eindeutig zu viele Bauernproteste im Fernsehen. Wir bräuchten mal bitte mehr Bilder von den Demos gegen rechts. Und was macht die Tagesschau und alle anderen? Genau, liebe Bundesbürger. Befehl wird ausgeführt. Genau das passiert gerade im besten, neutralsten Staatsfernsehen aller Zeiten. Übrigens, heute wird Berlin wieder voll. Falls ihr es noch nicht gehört und gesehen habt, achtet heute mal auf Berlin, denn da trifft sich der gesamte deutsche Mittelstand, sprich Bauern, Transport, Logistik, Handwerk und legt wieder los, liebe Leute. Aber wichtiger ist ja momentan was? Ach stimmt, genau, dass wir die AfD inhaltlich stellen. Hat der Klingbeil heute Morgen gesagt, von der SPD. Den finde ich ja sowieso so toll. Ja? Wenn mich nie alles täuscht, Freund der linksextremen Antifa, ist nicht schlimm, liebe Leute. Kann man ja heutzutage sein, ne? Vor allem als gestandener Politiker der SPD. Aber interessant ist, das höre ich auch immer von den anderen Politikern, wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Ja, was klappt da mit dem Verbot nicht? Nicht? Ja, also laut Bild-Zeitung wollen ja 84% der AfD-Wähler kein Verbot. Ja, also laut Bild wollen 16% der AfD-Wähler ein AfD-Verbot. Ja, nee, ist klar, liebe Bundesbürger. Ich liebe solche Umfragen. Ja. Aber zurück zum Herrn Klingbeil. Die AfD inhaltlich stellen. Okay, wisst ihr, wie die AfD inhaltlich stellen? Oder habt ihr das schon mal festgestellt? Nein? Ja, ich auch nicht. Ja, in jeder Talkshow könnte man die AfD inhaltlich stellen. Das wird aber nicht gemacht. Da wird lieber über die Ausfälle einzelner Kollegen und Protagonisten gesprochen. Das ist das inhaltliche Stellen. Und oder zu sehen gestern im Berliner Senat, als Frau Brinker an das Mikro ging. Und was passierte dann? Dann hat das Parlament die AfD inhaltlich gestellt. Indem sie was gemacht haben? Sie sind alle aus dem Parlamentsgebäude raus. Und die AfD war alleine im Senat. Genau, das ist das inhaltliche Stellen. Liebe Bundesbürger, was ihr hier draußen gerade seht, ist eine riesige Einschüchterungswelle, eine riesige Angst- und Panikmache, um nur einen einzigen Grund anzubringen. Kommt wieder auf Spur, kommt wieder auf Linie. Weil wir wollen ja nicht unsere Posten, unsere Funktionen,
und unsere Macht verlieren. Und deswegen ist das heute Morgen ein wunderschöner blauer Himmel.